Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Hier herrscht eine Seuche in Morazul. Das ist gar nicht cool. ja, und die sollen wir jetzt ausrotten. Tja. Wen haben wir jetzt angequatscht hier? Das war der Bandaro hier. Nee, war das. Nee, treuer Diener Belias. Nasib. Kafu sollte dich nun nicht mehr stören. Oh. Kafu sollte dich nun nicht mehr stören. Sein kleines Problem ist gelöst. Zumindest momentan. Danke, mein Freund. Jetzt kann ich hier wieder in Ruhe meiner Arbeit nachgehen. Ohne mich verstecken zu müssen, wenn Kafu kommt. Nimm diese Kleinigkeit an mich. Das weiß mir wer. Ja, was hast du mir jetzt gegeben? 50 Gold, das ist ja weit unter einer Kleinigkeit. Das ist ja eine Beleidigung. So, im Kampf unterrichten, ne, lass mal Wasser mal hier einstellen. Absolut unprofessionell vorbereitet. So, okay, Ende. So, was kann er mir beibringen? Keine Ahnung. So, wer ist ja noch kränklich? Der Witz ist, ich bilde mir ein, der hat mir nur zweimal hier irgendwas zur Heilung gegeben. So, hier sind aber mehr Patienten unterwegs. Guck mal, hier liegt ein toter Sklave. Der tote Sklave hat von dem toten Sklaven... Nee, Quatsch. Der Sklave hat von dem Sklaven gelernt. So, zu wem sollten wir nochmal... Was? Fanatischer Assassine. Ich bin ein fanatischer Schwarzmagier im weißen Kleid. So, Hamid, hast du noch irgendwas? Du siehst nicht besonders gut aus. Jo. Freund der Ehrlichkeit, was willst du? Natürlich geht es mir nicht gut. Ich habe gerade genug Kraft, mich auf den Beinen zu halten. Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die in Morazul umherzieht. Mm. Gibt es diese Krankheit wirklich oder bin ich schon so alt? Beides. Gegen dein Alter kann ich nichts tun, aber ich kann dich von deiner Krankheit befreien. Wie? Nun sag schon. Ningal hat mir gesagt, dass ein Konzentrat magischer Energie und eine verzauberte Schriftrolle dich heilen werden. Ein Konzentrat magischer Energie? Du meinst sicher einen Mana-Trank, oder? Ja, einen Mana-Trank. Hier, nimm ihn. Ach, und das ist die Schriftrolle. Und jetzt? Erst trinken, dann lesen. Ich fühle mich 10 Jahre jünger. Du hast mir den Tag gerettet, mein Freund. Ja, gib mir Gold. Wirklich. Du siehst aber immer noch so alt aus. Nun, ich will das einfach überhört haben. Dafür bin ich dir im Moment zu dankbar. Glaub aber nicht, dass du einen Rabatt bekommst. Verstehe. Na warte, die hauen mal ein paar auf die Mütze, wenn du uns jetzt frech kommst. Gut, keinen Rabatt. Aber irgendetwas sollte dir dein neues Leben doch wert sein, oder? Lass mich mal überlegen. Ah, genau. Du bist sicherlich ein Mensch, der es gerne luxuriös mag. Auf jeden Fall. Also... Aber natürlich bist du das. Warte mal, was ist denn jetzt wieder los hier? Würde Gold oder ein wertvolles Amulett liegen lassen. Daher sollst du ein Stück meiner Sammlung erhalten. Äußerst wertvoll, irgendwie. Was kriege ich jetzt von dir? Amulett der Abwehr, Amulett der Assassinen, Amulett der Ausdauer. Was ist denn ein Amulett der Assassinen? Was macht denn das? So. Ich habe so viele Amulette einstecken, aber Gold habe ich recht wenig. Immer und überall sind. Ja. Gute Wahl. Das will ich die ganzen Klunkern. Habe ich genug davon? 200 Gold, die lege ich natürlich zu meinen restlichen Gold und 237.000 Gold dazu. So, wen wollten wir noch hier? Wer ist das hier? Masi. Was willst du? Eigentlich hatte ich vor, dir zu helfen, aber dann kannst du mich auch immer gerne haben. Nee, den Orknarok, der kann mich mal. Den können wir sowieso nicht abgeben, den haben wir dann wie ein Klotz wieder am Bein. Den Orknarok, der... Ja, warte mal. Hatten wir das noch hier drin in der... Kostbarkeiten der Wüste, da muss ich auch nochmal gucken. Was soll ich dir bringen? Ich interessiere mich für die
Einer müssen 5 Sandcrawler-Zangen. Bandaro. Sandcrawler-Zangen. Haben wir sowas überhaupt? Ich weiß es nicht. Sandcrawler-Zangen. Wo sind diese komischen Zangen? Ich weiß es nicht. Wildschweinhauer. Minecrawler-Zangen. Klauen. Wieso sieht das alles so gleich aus? Wir haben lange keine Sandcrawler mehr, geholt, kann das sein? Guck mal hier, was wir für Werte hier einstecken haben. Das ist ja sagenhaft. So, mit wem sollten wir jetzt reden? Mörder von einer solchen Mora Azul. Ich soll mit wem reden? Na komm, geh doch mal runter hier. Na, Alter. Hier. Dass du einen Rabatt bekommst. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Bandaro, der wollte Stress anfangen. Fesul. Mit Kafu, was mit wem? Ismail, wer ist denn Ismail? Hamid, Masil. Oh Gott, mal, ich gucke hier mal, was ist denn hier los? Tote Sklaven hier überall. Und eine tote Nackt. Naja, die ist nicht nackt. Die hat noch Socken an. So, Ismail, wer ist Ismail? Bist du Ismail? Nee, du bist Philippe. Wir riechen uns später. Ja, wir riechen uns später, alles klar. So, du hast ja beim Sklavenaufstand mitgemischt. Du hast Sklaven getötet, Angra. Du bist ein Schwein, du gehörst in die Barriere. So, wer bist du? Was für ein Ding? Wandernder Händler. Zeig mir das. Du hast doch bestimmt... Ja, den Wein kannst du mir hergeben. Was kriegst du dafür von mir? Du kriegst 2 Kampfstäbe von mir. Du hast 24.000 Kröten einstecken für mich. Das ist natürlich wunderbar. 3.000 Kröten hier. Guckt euch das mal an hier. Wahnsinn. Ich werde reich durch den Mann. So, was haben wir hier? Assassinenschwerter. Komm hier, nimm. Was will ich mit dem Dreck? Du kannst noch hier dieses Schild kriegen. Das aus mir unerfindlichen Gründen scheiße teuer ist. So. Ja. Warte mal. Ramon? Brauchst du was? Bring mir das. Irgendwas wollte ich von dem lernen. Irgendwas wollte ich von dem lernen. Feilschen bei 7 Lernpunkte 2007 und. Ich weiß nicht. Rausreden. Taschendiebstahl. Habe ich den immer noch nicht gelernt? Weißt du was? Das habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Da brauche ich meine Lernpunkte jetzt dafür auch nicht mehr ausgeben. Spare ich mir lieber dann für Armee der Finsternis und den ganzen Quatsch auf. So. So etwas darf nie wieder geschehen. Ja. Wandernder Händler, bist du derselbe? Von gerade eben? Du bist noch ein wandernder Händler. Statt der Klone. So, zeig mir deine Ware. Ja. Oh, Ismail, wo ist denn der? Ilja. Kaufe eine Schriftrolle, Krankheiten heilen. Was? Was will ich denn mit der Schriftrolle? Du kannst mir mal. Behalte deine Schriftrolle. Wo ist dieser Ismail? Keine Ahnung. Können wir schon zu dem, Magier hier, zu dem Lingal gehen? Dach, hallo. Ups. Da ist irgendwo der Korb ausgelaufen. Ich habe da das Zeug mal aufgenommen, weil... Bevor noch jemand drüber stolpert und sich verletzt. So, Ismail, bist du Ismail? Du bist tatsächlich Ismail, ich geh kaputt. Ich bin echt enttäuscht. Nordnet. Hä? Wieso? Ich hätte echt gedacht, die Mondklinge wäre mir sicher. Nö. Aber nein, du gibst sie Gonzales. Na, natürlich! Ismail, hast du bei Kafu Wasser gekauft? Ja, das habe ich. Ja! Ich bereue es. Diese seltsame Seuche hat sich beim ersten Schluck in mir festgesetzt. Ich brauche viel mehr Kraft beim Bearbeiten der Rohlinge. Ich fühle mich alt und schwach. Sogar die Magier sollen von dieser Seuche heimgesucht worden sein. Stimmt das? Das stimmt. Aber die Kraft Belias hat sie wieder gereinigt. Wirklich? Dann gibt es ein Gegenmittel? Ja, ich habe alles dabei. Dann her damit. Ja. Na komm hier. Diesen Trank und diese Schriftrolle. Mehr brauchst du nicht. Und was soll ich mit den beiden Dingen machen? Erst trinkst du den Trank und dann musst du dir die Schriftrolle durchlesen. Nee, ganz umgedreht. Einfach. Umgedreht. Ganz einfach. In Ordnung. Dann werde ich das machen. Du sollst die Schriftrolle saufen und den Trank lesen.
blöde Frage. Wenn ich einen Trank kriege und die Schriftrolle, was werde ich wohl mal damit machen sollen? Oh, wunderbar. Kuchen backen. Meine Muskeln wieder. Ja, meine Kraft ist wieder da. Ja. Ich danke dir, mein Freund. Jetzt will ich erstmal die ganze Arbeit nachholen. Da ist einiges liegen geblieben. Ja, macht halt. So. Hey, und was sind dir deine Muskeln für mich wert? Ich bin nur ein einfacher Schmied. Was sollte ich dir schon geben können, außer meiner Dankbarkeit? Na, wie wäre es zum Beispiel mit etwas geschmiedetem, besonderen Rohlingen oder anderem Zubehör? Ach so. Nun gut, das kann ich tatsächlich tun. Such dir etwas von diesen Dingen aus. Doch, du Scheiße. Oh mein Gott, was nehmen wir denn da? Wo hast du denn Rohling? Ein Zweihänder brauche ich nicht. Zwei Assassinenmesser, die Dinger kannst du behalten. 5 Hämmer und 2 Sägen, da habe ich genug davon einstecken. Damit kann ich handeln. 4 Rohstahl nehmen. Wir nehmen mal den Rohstahl, das scheint mir das Wertvollste zu sein. Du willst dich also als Schmied versuchen? Nö, ich will es verkaufen. Das kannst du gerne tun, aber nicht in Morasun. War das gerade eine versteckte Drohung? Woher hast du den Erzrohling? Daran kann ich mich nicht erinnern, Sohn der Neugier. Ich bin ein armer alter Schmied und meine Taschen sind leer. Sollen wir den hier 400 Kröte Popo schieben? Mörder von Ramirez. Ach stimmt, da war ja auch noch was. Gott, wo war das denn? Ach stimmt, das war das. Das gehörte dazu. Das war die Quest. Naja gut, dann hier. Fällt dir jetzt was zu dem Erzrohling ein? Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich tatsächlich wieder. Hassan, der Assassine, hat ihn mir verkauft. Er hat die Stadt aber längst verlassen. Also Hassan, den habe ich doch schon lange geholt, oder etwa nicht? Hassan. Ich bilde mir ein, der ist mir mal vor die Flinte gekommen. Also hier vor meinen Zauber. Der Zauber hat ihn dann aus Versehen. Was hast du denn hier eigentlich? Gehärtete Assassinenrüstung. 80 plus, benötigte Stärke. Wir könnten das Ding sogar tragen. Ist aber Schrott. Naja gut, ist besser als das Ding hier. Alte Templerrüstung. Nee. Schwere Jägerrüstung. 80.000 Kröten. Nee, komm, behalt dein Mist. Wir haben ein weißes Kleid hier an. Damit kommen wir ganz gut über den Winter. Ja. Der Witz ist, jetzt können wir am Ende wieder nicht in die... Ich weiß nicht, ob wir mit dem Ningal nochmal sprechen können hier direkt. Wo sind wir hier überhaupt? Wir gehen gleich hier hinten durchs Fenster wieder rein. Was ist hier oben eigentlich drin? Das sieht aus wie so ein Käfig hier. Guckt euch das mal hier. Da könnte man ja hier jemanden gefangen halten. Ja, hier unten genauso. Ilja. So, wo war jetzt das Fenster? Da. Am Eingang steht da der hat nicht ganz mitgekriegt, dass ich hier rein darf. Ja. Ja. Hä? Wo ist der? Ja, komm, hör auf zu betteln hier bei deinem Gott, Mann. Ja. Anscheinend ist Kafus Wasser für die Krankheit verantwortlich. Das Wasser von Kafu zu den reinsten Wassern von ganz Varant. Wie kann solch ein wertvolles Nass verantwortlich sein? Das weiß ich nicht, aber Ismail berichtete, dass er nach dem ersten Schluck von Kafus Wasser eine Veränderung spürte. Sein Wasser wird in ganz Morasul getrunken. Ismail ist sicherlich nicht der einzige Betroffene. Da du weißt, worum es sich handelt, solltest du noch mehr Leute in Morasul ansprechen. Außerdem brauche ich ein paar Flaschen von Kafus Wasser. Er soll dir Proben geben. Nimm diese leeren Flaschen mit. Die sind dafür genau richtig. Füll die 5 auf und bring sie dann zu mir. In Ordnung. So, wo ist dieser blöde Hasan jetzt? So, bevor wir uns da vorne wieder mit dem Typen da anlegen, der uns hier nicht reinlassen will, nehmen wir die Abkürzung. Wo ist hier? Genau hier, das Ding. Oh, Mann. Ja, komm, lauf.
Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. So, Proben vom Wahrsager kommen ja, ja. So, dein Boss hat geredet. Ja, komm, Nick Bär. Ich komme von Ningal. Er will Proben deines Wassers untersuchen. Da kommst du zu spät. Das letzte Fass ist soeben an einen Kunden rausgegangen. Jetzt bleibt der Brunnen erstmal dicht, bis ich heute neue Bestellungen bekomme. Wer hat das Fass bekommen? Asahel. Das war Hector. Achso. Halt, nein. Der hat gestern ein Fass bekommen. Muss es Versor sein. Du solltest es bei ihm versuchen. Vielleicht verkauft er dir eine Flasche. Wer war denn Fesul? Wieso hast du das Wasser eigentlich noch verkauft? Du weißt doch, dass es die Leute krank macht. Nein, du weißt, dass es die Leute krank macht. Ich bin nur ein Geschäftsmann, der seine Pflichten nachkommen muss. Die Leute wollen mein Wasser. Die Leute bekommen mein Wasser. Sie bestellen Neues. Es wäre eine Katastrophe, wenn plötzlich keiner mehr mein Wasser will. Verstehe. Hat er bestimmt rein genässt. So, komm. Warum sollen wir die 2 Meter jetzt hier um den Bogen laufen, wenn wir hier Teleporter haben? Steck die Waffe weg! Steck sofort die scheiß Waffe weg! Fesu, der war hier hinten. Der war doch hier hinten, oder? Ilia, Fesul? Ilia? Belias Hand? Wird das nicht für einer? Reisender Händler. Zeig. Du hast nichts für mich. So, Fesul, der war doch hier hinten. Fesul, stehen bleiben! So. Hast du von Kafu ein Fass mit seinem Wasser erhalten? Ja, das habe ich. Es ist vor kurzem eingetroffen. Wie immer, überaus pünktlich, der Gute. Gib mir das Fass, damit ich es zu Ningal bringen kann. Das soll ich wieder abkaufen? Nicht so schnell, Sohn der Ungeduld. Das Fass hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Qualität ist, kann ich es dir nicht einfach so schenken. Auch wenn es eine Gefahr darstellt, habe ich kein Interesse daran, dich zu ruinieren. Wie viel willst du haben? Nun, um auf meine Kosten zu kommen und weil du mir auch einen Gefallen tust, sagen wir für dich 750 Goldstücke. Was? Das faule Wasser ist doch keine 50 Goldstücke mehr wert. Außerdem solltest du damit keine Geschäfte mehr machen. Ich tue dir immerhin einen Gefallen. Na gut. 500 Goldstücke und ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Das bedeutet nichts. 100 Goldstücke. Oder du wirst bald gar keine Erinnerungen mehr haben. Seines Glückes. Nicht so gereizt und der harten Worte. Ich gehe runter auf 350 davon Goldstücke. Damit habe ich schon einen großen Verlust gemacht. Das ist doch mir Wurst. Ich mache einen Verlust, wenn ich mit dir rede. Ich gebe dir aber nur 150 Goldstücke. Immerhin macht das Wasser die Leute krank. Diese zu heilen kostet auch Geld. Und Gonzales dürfte es interessieren, dass du mit verdorbenem Wasser noch Geschäfte machst. Langsam, nicht so schnell, so eine klaren Fakten. Bitte gib mir noch 250 Goldstücke, damit ich davon noch leben kann. Das kann ich nicht. 200 Goldstücke. Mein letztes Wort. Nehmen oder die Konsequenzen ertragen? Ich glaube. Was bleibt mir auch übrig? Also einverstanden. Hier, so, nimm das Wasser. Aber hättest du vielleicht frisches Wasser für mich? Nein. Mein letzter Vorrat wird nicht mehr lange reichen. Ein paar Flaschen würden mir erstmal genügen. In der Zeit suche ich einen neuen Wasserlieferanten. Jetzt muss ich. In Ordnung. Ich verkaufe dir 20 Flaschen für 200 Goldstücke. Nein, nicht wieder falschen, mein Freund. Ich brauche das Wasser zum Leben. Wollt ihr mir das Leben nehmen? Ja. Na schön. Ihr seid schließlich ein harter Handelspartner. Ich gebe euch 80 Goldstücke. Jeder ist seines Glückes Schmied. 80 Goldstücke für 20 leere Flaschen. 150 Goldstücke für 20 volle Flaschen. Was soll ich mit 20 leeren Flaschen? Das kann ich nur noch. Ich möchte natürlich frisches Wasser, nicht frische Luft. 90 Goldstücke sind mein letztes Wort. Sonst werdet ihr in die Wüste hinausgehen, ohne einen Tropfen Wasser. Da bist du dir ganz sicher. Und ich glaube, ich habe gerade den Teil verpasst, der mir erklärt, dass das mein Problem ist.
Lass mich mal überlegen. Wir sind hier für Belia. Schon gut, schon gut. Sag nichts. Du bist ein hartnäckiger Händler, mein schlagfertiger Freund. 100 Goldstücke. Das klingt doch schon ganz anders. Damit bin ich einverstanden. Hier, dein Wasser. Arsch. Ja. Ja, das ist, die wollen gerettet werden und alles. Wir wollen die retten und die wollen noch Geld dafür haben. Immer wieder dieselbe Leier. So, haben wir ein näheres Fenster hier irgendwo? Nee, die sind zu hoch. Da kommt er nicht rein. Dann müssen wir nochmal vorrennen. Ach, scheiße. Macht er überhaupt Probleme, der Kerl? Wollen wir Bandarum, mit dir war doch auch noch. Auf der Hut. Ja. Dich haben wir ja hier traktiert. Halt, keinen Schritt weiter. Alter, mein, was ist denn das für ein Bug schon wieder, Mann? Ich kann ihn aber, wie gesagt, auch nicht umlegen einfach. Ich meine, technisch wäre es eigentlich kein Problem, den hier rauszulocken und den Kopf kürzer zu machen. Aber dann geht das hier wieder los. Einer unserer Leute ist hier oder jemand bringt unsere Leute um und dieses ganze Palaver. Mann. So. Wo ist der Witzbold? So, hier. Nee. Der huckt da immer noch. Ja. Hier ist Kafus Wasser. Dieses Fass habe ich von einem Händler erhalten. Gut, sehr gut. Dann werde ich mich gleich an die Untersuchung. Komme morgen wieder. Wenn du noch nicht allen das Gegenmittel gegeben hast, wäre jetzt der perfekte Augenblick. Ja. Alle Betroffenen sind geheilt. Glaube ich zumindest. Wenn es da draußen noch jemanden gibt, wird er schon irgendwie zurechtkommen. Jo. Verstehe. Ja. Wie sieht es mit der Wasserprobe aus? Konntest du eine Ursache finden? Leider konnte ich es. Es scheint sich dabei um einen irregeführten Zauber zu handeln. Von mir. Du hast das Wasser verseucht? Nein. Hör mir zu. Ein irregeführter Zauber hat das Wasser verändert. In den letzten Tagen habe ich ein paar Experimente mit einer verzauberten Schriftrolle gemacht. Ich konnte sie den Orks abkaufen. Sie soll irgendwo in einer der Tempelruinen gelegen haben. Also bist du schuld, weil du die Finger nicht von der Magie lassen kannst. Nicht in diesem Ton. Du sprichst mit einem Schwarzmagier. Vergiss das nicht. Du auch? Ich glaube mittlerweile, den Grund für die Irreführung zu kennen. Allen Anscheins nach existiert immer noch eine gewisse magische Welle. So wie sie die alten Gelehrten und Magier nutzten. Eine Art magisches Band, welches zwischen allen Zaubern und Menschen gewoben wurde, die auf dieselbe Magie zugriffen. Die alte Magie. Der Zauber muss vor langer Zeit in die Schriftrolle gewoben worden sein. Und was bringt uns diese alte Magie? Mir bringt sie Ärger, wie du unschwer erkennen kannst. Ich weiß beim besten Willen keinen Rat. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Hier, in dieser Kiste ist die Schriftrolle sicher verpackt. Außerdem meine ersten Erkenntnisse. Da du nun schon mal hier bist, sollst du diese Kiste nach Bakaresh zu Sigmor bringen. Dazu wirst du natürlich erst den Zugang zu dem Tempel erlangen müssen. Ach, hör auf zu dumm zu quatschen. Ihm, wenn ich erstmal dort bin. Das wird er dir wohl selbst sagen müssen. Ich bin am Ende mit meinen Kenntnissen über diese tote Magie. Ja. Ihr wollt die großen Magier sein, aber seid immer so schnell am Ende mit euren Weisheiten. Ja, wir gucken jetzt mal, das hatte ich doch letzte Folge, mir ist es gerade eingefallen, mit diesem Drachentrunk da. Herausgerissene Seite. Wir haben noch Elixier des Feuers eingesammelt, sag mal. Irgendwo hatten wir das letzte Mal eingesammelt. Das weiß ich doch ganz genau. Da habe ich doch noch mich gefreut. Hä? Der Wein.
Ich meine, wenn es dort nicht angezeigt wird, ich glaube, da brauche ich auch nicht zu suchen hier eigentlich, aber maximale Götterfunkel. Der Schatz der Götter, ja. Trank der Ausdauer. Ich bild mir doch ein, wir haben den Scheiß dort eingesammelt. Wo war das? Wo waren wir das letzte Mal? Wo hatten wir? Ich weiß es echt nicht mehr. Wie gesagt, hatte ich mich noch gefreut gehabt. So. Können wir hier irgendwo nächtigen? Wir gehen jetzt nach Bakaresch. Nee. So kommen wir nur in den kommen wir nicht in den Tempel. Dann müssen wir doch hier rüber gehen. So. Ja, dieser Hassan. Ich bilde mir ein, ich habe den Hassan schon umgehauen, wie gesagt. Also, der ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Ach so, wo renne ich denn überhaupt hin? Ich will ja hier hin. So, dann gucken wir nochmal, was wir hier noch in der Wüste zu erledigen haben. Weil ich will wieder nach Myrtana zurück und dort haben wir ja auch noch ein paar Sachen zu tun. So, guck mal hier, Bettchen für mich. Sehr gut. Boah, jetzt wird es gleich wieder hell. So. Licht angeschalten. So, der Typ, der pennt doch wieder hier oben, oder? Der pennt auch den ganzen Tag. Ich weiß nicht, an welcher von den Mods das liegt, dass der hier die ganze Zeit hier im Bett schimmelt. Sigmo. Warum hast du mich geweckt? Der Inhalt dieser Kiste ist für dich bestimmt. Interessant. Woher hast du... Ich spüre die alte Magie. Woher hast du diese Kiste? Der Magier Ningal hat mit der Schriftrolle experimentiert, weiß jetzt aber nicht weiter. Nebenbei hat er eine Seuche ausgelöst und will nun, dass du dich damit weiter befasst. Das klingt faszinierend, aber ich glaube dir kein Wort. Was? Ningal wäre niemals so sorglos mit den Schriften der Hohepriester umgegangen. Sag mal, willst du mich verarschen? Er hat einen Teil seiner Erkenntnisse aufgeschrieben. Tatsächlich? Bin ich ja der Depp oder was? Weil ihr eure Sachen hier nicht auf die Reihe kriegt. Ein paar Schriftrollen müssten von ihm sein. Du hast recht. Er hatte keine Ahnung, was er da wirklich getan hat. Ja, siehst du mal. Würde ich nicht wissen, dass er ein Magier ist, würde ich ihn für leichtsinnig halten. Ja. Dann ist meine Aufgabe erledigt. Wie kann sie erledigt sein? Du bist gerade zum Beauftragten geworden und wirst dich um die Angelegenheit kümmern. Bäh? Zu was bin ich geworden? Du hast es irgendwie in den Tempel von Morazul geschafft. Und offensichtlich auch in unser Heiligtum. Das macht dich zwar nicht gleich zu einem Assassinen, dennoch scheinst du die Aufgaben und Regeln unseres Volkes zu verstehen. Also stell meine Aufgaben nie wieder in Frage, sondern erfülle sie mit Zuversicht. Verstehe. Ich kann ja gleich rechts und links eine Donnerndupfeife. Der Beauftragte steht euch zu Diensten. Nach Ningals Aufzeichnungen, so spärlich sie auch waren, bringt er die alten Hohepriester ins Spiel. Wenn ich mich richtig erinnere, hat unser Wächter Hasul lange gegen untote Hohepriester gekämpft. Du wirst ihn aufsuchen müssen. Frag ihn nach allem, woran er sich noch erinnern kann. Außerdem wirst du zu Amul gehen müssen. Sein Wissen über die Magie der Hohepriester wird uns nützlich sein. Wo treibt sich Amul herum? Frag mich das ja nicht noch einmal. Du weißt, wo er ist. Das ist da unten, der Quatschkopf da. Wo finde ich Hasul? Momentan wacht er über den Schatzraum von Bakaresch. Du musst nur in das Tunnelsystem des Berges gehen. Ah, gut. In der Schatzkammer also. Da wollte ich... Was höre ich da in deiner Stimme? Lass dir nicht einfallen, dort etwas auch nur anzufassen. Ich habe einen Teleporterstein von dort rausgeklaut. Hast du irgendein Problem damit? Bring mir... Nee, komm. Ich hab keine Lernpunkte mehr. So, gut, dann würde ich sagen, mit diesem Blick, mit diesem Panoramablick hier auf Bakaresch, machen wir für heute Feierabend. Reicht für heute, wir sind mit der Zeit dran. Dann wünsche ich einen wunderschönen
Feierabend. Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao.